Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Huch, wer bist denn du? Wir haben in der letzten Folge einen Schatz gefunden, unseren allerersten, und sind jetzt auf dem Weg, um Margarets Zebra zu suchen. Denn vielleicht erinnert ihr euch, vor ungefähr 6 oder 7 Folgen haben wir auf irgendeiner Straße mitten im Nirgendwo einen Zirkus-Entertainer kennengelernt, der als Frau verkleidet war und der uns beauftragt hat, seine wilden Tiere zu finden. Und da wir nun mal ein sehr netter Mensch sind, haben wir gesagt, dass wir nach den Tieren mal Ausschau halten werden. Und ich habe übrigens immer noch keine einzige Beere gefunden. Ich muss mal irgendwann in einen Wald, ich muss mal Bären sammeln. Oh, wir sind ja hier direkt am Lager. Ich hätte ja ein bisschen Kohle mal in das Ding legen können. Aber egal, dann ist das ja auch gar nicht so weit weg von hier. Und ich muss mich mal um Dirk kümmern. Ich muss endlich mal was für dieses Pferd einkaufen. Hey, Partner. So, erstmal nett Hallo gesagt. Und jetzt reite ich einfach mal querfeldein hier. Oh, immer durch ein ausgetrocknetes Flussbett. Da wäre das Pferd beinahe gestürzt. Das war ziemlich dumm von mir. Raubtier macht dein Pferd nervös. Wenn das Raubtier zu nahe kommt, wird sich dein Pferd abwerfen und fliehen. Wow. Okay. Wer ruft da denn? Wer bist du denn schon wieder? Was hast du denn? Was ist denn los? Hey, was mit dem Holler? Oh, I got bit. Oh God. Oh, I need medicine. Hatten wir das nicht schon mal? Here, drink this. Das hatten wir doch schon mal. Naja, gut. Wir werden ja durchaus mehr Leute von Schlangen gebissen als nur einer. So, da kommt Dirk wieder. You saved my life. I owe you. Got that right. I do. Ja, so. Komm wieder klar. So, viel Erfolg, Keule. Ja, kann ich verstehen. Keep your eyes on the ground, huh? So, wow, was ist das denn? Kann man die pflücken? Das werde ich mal ganz kurz testen. Kann man die pflücken? Nein, die kann man nicht pflücken. Schade. Ich dachte, die kann man eventuell pflücken. Boah, dieses Pferd ist dermaßen groß. So. Ich gucke nochmal gerade ganz kurz auf die Karte, wo dieses Gebiet jetzt ist. Ah ja, wir sind fast da. Okay. Einmal noch um diesen Hügel rum. Und dann sind wir schon da. Oh, ich wollte eigentlich grüßen. Schade, hat er nicht gemacht. Ich hoffe, ich komme von hier überhaupt hier ran. Das ist nicht irgendwie da ganz weit unten. Nö, das sieht gut aus. Immerhin kann ich hier schön weit gucken, aber ich sehe auf jeden Fall noch keinen Zebra. Ich glaube auch nicht wirklich, dass es sich um einen Zebra handelt, weil der Typ war ganz schön verrückt. So, ich bin im Gebiet. Sehr schön. Margarets vermisstes Zebra wurde zuletzt in dieser Gegend gesehen. Ich nehme schon mal das Lasso in die Hand. Das Zebra, das sieht tatsächlich aus wie ein angemaltes Pferd. Das ist tatsächlich sein Zebra. Ja? There you go. Look
Hallo. Hey, bleibst du hier? Easy. Come on now. Gutes Pferd. Come here. Yep, du bleibst hier. Du bist ein Esel. Nicht, dass das mich jetzt umreitet hier, der Esel. Maultiere sind nahezu überall auf den Farms und Ranches in New Hanover zu finden. Als Pflanzenfresser ernähren sie sich von Gräsern, Heu und Getreide. Maultiere sind aufgrund ihrer robusten Haut und härteren Hufe besser für schwere Arbeiten geeignet als Pferde. Interessant. So, erstmal wieder hier raus. Zack, du bleibst hier. Ich hab gesagt, du bleibst hier. Beruhig dich. Na los. Ganz ruhig bleiben, ja? Ich tu dir nichts. Yep. Nein, drauf. Das darf doch nicht wahr sein. Los, drauf da jetzt. Geht doch. Yep. Und dann würde ich sagen, einmal wieder zurück zu unserem Zirkusdompteur. Wo ist denn der? Da ist der. Margarets Lager. Ja, da reite ich jetzt einfach mal so hin. Einmal querfeld ein. Dieser angemalte Esel, es war mir so klar, dass das kein echtes Zebra ist. Der große Westernheld reitet auf einem Maulesel. Sehr schön. Aber immerhin kriegt das gut gebändigt. Der reitet auf jeden Fall ganz schön schnell dafür, dass es nur ein Esel ist. Oh. Ja, ich will den jetzt nicht noch umbringen hier. Das wär's ja noch. Sorry. Jetzt hätte ich ihn beinahe noch zu Schanden geritten, ey, großartig. Oh Gott. So, ich habe dummerweise auch keine Leckerlis mehr dabei, um den ein bisschen aufzupäppeln. Aber ich bin ganz schön angeschlagen. Ich sollte auch mal wieder was essen. Vielleicht sollte ich einfach mal ins Lager gehen und mal was essen. Ist gar keine so schlechte Idee. Und ich muss auch mal wieder schlafen. Ja, ist ja gut. So, da ist er. Sehr schön. Hier hast du deine Margaret wieder, Keule. Well, you can call him that. Although he's as much a zebra as you are a lady animal wrangler. Oh dear, you're missing the point, aren't you? It's an illusion, a trick of the eye to bamboozle the senses. Confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage. Dreams and reality. Ah. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of Mumbo Jumbo Land and shipping it here so it can dance the polka? Or turning there in the glare of those arc lamps, something mundane into something extraordinary? It's the difference between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams, dear boy. Well, this guy. As long as you don't pay me with tickets to your show.
Yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment. Of course, of course. I shall make it worth your while. But, first, we shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes, yes. And taken our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Caligar Way. Please, I hate to ask. All right, I'll see what I can do. Ah, und jetzt bin ich wieder hier mitten in der Wildnis zu Fuß unterwegs. Ist das großartig. Mission abgeschlossen. Margaret Zebra wird auf der Ebene gefunden. Sehr schön. Meine Pferde sind außer Hörweite. Das ist natürlich jetzt großartig. Dann gucke ich mal ganz kurz auf der Karte, wo ich jetzt hin muss, um das nächste zu suchen. Das ist auch wieder so weit weg. Das darf doch nicht wahr sein. Und was haben wir hier? Abigail Roberts. Abigail möchte mit mir sprechen. Aha. Das ist mein Pferd. Ja, dann gehe ich erstmal kurz zu meinem Pferd zurück. Zumindest in die Nähe von meinem Pferd, dass ich es wieder herbeipfeifen kann. Denn dann komme ich auf jeden Fall deutlich schneller über die Runden. Erstmal ein bisschen gesalzenes Rindfleisch essen. Damit ich nicht direkt umkippe, sollte mich jemand anschießen, weil ich werde ja hier auch immer noch gesucht, nicht? So, einmal hier den Hügel hoch und dann versuche ich es nochmal mit Pfeifen. Immer noch außer Hörweite. Never comes when I need. So. Mein Gott, wie weit ist denn das weg? Darf ja wohl nicht wahr sein. Aber der Himmel sieht schon echt einfach großartig aus, auch finde ich. Ja, na bitte. Was haben wir denn hier? Na gut, der liegt wohl schon ein bisschen länger hier, schätze ich. Und da kommt Dirk, ich höre ihn doch. Sehr schön, Hallöchen Dirk. So, ich würde sagen, wenn wir gerade schon mal hier unterwegs sind, dann können wir uns auch noch nach dem Tiger erkundigen, oder? Der war ja jetzt nicht so weit weg. Dann suchen wir den auch noch. So. Ja. Jetzt mit unserem treuen Dirk dürfte das ja nicht so weit weg sein. Können wir schön zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber ich reite auf jeden Fall wieder ein bisschen querfeld ein. Ja, jetzt bin ich wieder hier an diesem Horrorhaus, wo ich nachts die Schießerei hatte. Von diesem alten, verlogenen Bastard drin waren. Wir müssen sich doch irgendwo mal Beeren finden lassen, oder? Sind das Beeren oder sind das denn Pilze wahrscheinlich, ne? Aber dann sammeln wir mal ein paar Pilze, würde ich sagen. Kann man ja auch immer brauchen. Ein Pfifferling. Lecker. Erstmal ein Essen. Cantarellus. Pfifferlinge sind große gelbe Bodenpilze, die in Kolonien wachsen. Ihre Farbe kann von weiß bis hin zu hellorange reichen, weshalb sie leicht auszumachen sind. Diese Pilzart ist häufig im Grasland und in Waldgebieten von Lemoyne sowie dem östlichen Teil von New Hanover zu finden. Pfifferlinge können verzehrt werden, um deinen Gesundheitskern zu erhöhen oder zur Herstellung von Pflanzenfresserködern dienen.
So, dein Körper hat sich an die Wirkung dieser Pflanzen gewöhnt. Verzichte einen Tag lang auf den Verzehr dieser Pflanzen, um wieder von ihrer vollen Wirkung zu profitieren. Interessant. Achso, ich wollte es nicht essen, ich wollte es eigentlich pflücken. Hallo? Pflück doch noch ein paar. Geht doch. Was war das denn da hinten? Ein Huhn? Hier war doch auch noch irgendwas, habe ich gesehen. Noch mehr Ginseng. Sind hier nicht mal irgendwo ein paar Sträucher mit Beeren zu finden? Das ist ja furchtbar. Was ist denn das für ein Wald? Ja, hepp. Ja. Ein Fasan. Alles klar. Ich hoffe, das war jetzt nicht der legendäre Fasan oder so, den ich jetzt gerade verpasst habe zu schießen. Ach, hier bin ich jetzt. So, einmal um die Farm drumrum reiten. Das ist echt eine schöne Brücke. Und da drüben geht's ins Sumpfgebiet. Da können wir ja den zweiten Schatz mal suchen. Bei den Geysiren. Der muss auf jeden Fall irgendwo da drüben sein. So, und hier soll irgendwo sich der Tiger befinden. Dann halte ich mal die Augen offen. Boah, das Licht ist schon wieder so grandios. Ja. Du kannst in Rhodes keine Waffen benutzen oder Unruhe stiften, solange du für Sheriff Gray als Hilfs-Sheriff arbeitest. Was haben wir denn hier noch für ein Lager? War hier gerade irgendjemand? Oder ist das noch weiter weg? Die Mission. Ne, die Mission ist, glaube ich, noch weiter weg. So, ich suche erstmal nach diesem Tiger. Ja? Ach so, ist das sein Partner hier, oder was? Da muss ich ja wahrscheinlich erstmal mit dem hier reden. Guten Tag. Hey, ach, Partnerin. Oh, Miss. Howdy, Mister. Did you lose a tiger? Yeah, you found one? No, I found your caravan down the way. Margaret said that you might need a hand. Oh, you weren't wrong. That tiger's missing. I sent our best lion out to find him, and now he's missing too. It is a right old predicament. Your lion from Timbuktu, weren't he? From Valentine, I think. He might be more of a kind of dog than a lion, but in a certain light, a feller could never tell. Of course. Which way'd he go? Into them shrubs over there. Okay. Why don't you hop up on the wagon and I'll see if I can find his track. Okay. Ich finde übrigens immer noch, dass wir dass dieses Outfit das Schönste ist, was wir je hatten. Im ersten Gebüsch hier vorne hat sie ihn aus den Augen verloren. Aha. Da, das sieht doch gut aus. Got the trail. These are prints. Ein bisschen rennen. Like blood to me. Oh. Das sieht nicht wirklich gut aus. Oh, Scheiße. Na, großartig. Das ist der Löwe, hä? Huh? Found your dog. Ex-dog, ex-lion. Hey, boy. Oh, where's the rest of them? I think a cougar took them. That'd be Stripey. And I always thought they got along.
Your tiger is a wild cat? Uh-huh. What else? Still what need else? It back? Oh, yes, sir. She's our star attraction. Well, let's hope it wants the other half of its dinner. The other half? Really? I'm gonna put them in your wagon. You find somewhere to hide. Oh. Well, behind that log, then. Okay. Schmeißt er den da rein, ey. Stay down. She won't be too far away. Come quick. Ja, ich komm ja schon. I went out to find a tiger. Cougar, you mean? And I end up losing a lion. Yeah, dog. Ain't having any luck. Well, if that's what you're dealing with, you didn't have any luck to begin with. Cougars and dogs. Hey, it ain't what you got in this life. It's what you make of it. Well, that's very wise of you. Especially when you're lacking zebras and tigers. Hey, keep your head down. It's coming. Look, whoa. I really don't think da. She'll eat the dog. Like I said, they was friends. Shut it. Da muss ich nur noch rausspringen und schnell die Tür zumachen. Oh, well, I guess she's real hungry. She's feral. I'm locking her in. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Bitte sieh mich nicht. Bitte sieh mich nicht. Bitte sieh mich nicht. Bitte sieh mich nicht. Sieh mich einfach nicht. So. Zack. Klappe zu. Affe tot. Los, mach schon zu. Yes. Oh, puh. Alright. Let's go. We got her. Okay. Drive, will you? And I'll keep an eye on her. Ja, dann fahr ich eben. Let's get her back to Mr. Margaret. She's still Mr. eating. Margaret. I would have thought, since they was close and all. Wild creatures turn on each other. Seeming friendly one minute, dinner the next. Viciousness comes easy. I mean, I should know. I've run with a few of them myself. No, not really. Hey, I realize I ain't properly introduced myself. Sally Nash. Arthur Morgan. Nice to meet you, sir. Tell me, Miss Nash, how you end up in this racket? I guess it's always been my inclination, you know? Wild beasts and the like. I met Mr. Margaret. Boah, we got to talking. Leuchtenden Augen. You can probably tell. In this field, he's the ace of spades. He's a card, all right. It's my modest hope, one day, to be the world's second bravest woman animal wrangler. Well, I'd say you got that sewn up and then some. You think? I hope so. Top five, at least. Depends on how many more fellers throw their hat in the ring. Maybe one of these days, the best female for the job will actually be a female. If we was going this slow, we might not have lost those animals to begin with. Damn. Oh, I don't know if that'll ever happen. We lost the main road around here when the dust was up. Be careful or you might get wrecked too. Okay. You know the only thing to do in a dust storm is wait it out. Mr. Margaret's a lot of things, but best female navigator ain't one of them. Imagine you're right about that. We was tearing around here, looking for any kind of landmark, when over we go. Whole caravan toppled. Found each other and some shelter, but when the wind died down, the animals was gone. Now they're back. Some of them, at least. Thanks to you. You would have managed it yourself. I just helped you along. If you ever want to get in the sideshow business, I'm sure there'd be a place for a fellow like you. Ja, klar. I'll leave the professional theatrics to better women than me. There it is, the caravan. Couldn't miss him if you wanted to. Mr. Margaret! Aha!
I see you found each other. Sure did, Mr. Margaret. Jolly good, jolly good. You know, tarring and feathering a donkey is one thing. I beg your pardon? It's grease paint, makeup. But playing dolls dressed up with a wild animal, you're gonna want to be a lot more careful. Strappy ate King, Mr. Margaret. I saw her do it. I always thought they got along. Oh, she liked him just fine. She licked her chops and asked for seconds. Hey, speaking of which, you got any more word on that runaway lion, or are you gonna pay me for these misfits? Look, I'm well aware that we're not Royal Command performance material. Daddy, you were right, goddamn you! But a cow barn in Rhodes is hardly Drury Bloody Lane. You got any word on the lion? Yes, yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Ranch. As you know, we're lately very short on lions. So, I'd be very grateful. All kinds of grateful. There's only one kind of grateful I care about. So long, mister. Be a dear and fix me a gin. Sehr, sehr schöne Mission auf jeden Fall. Die macht richtig Spaß. Die beiden sind richtig schön bekloppt. Er ist natürlich Brite. Sally, die Tierbändigerin, die mit Margaret reist, braucht Hilfe bei der Suche nach ihrem Tiger. Ihr erster gezähmter Löwe, der in Wirklichkeit ein Haushund ist, hilft auf unerwartete Art. Ja, als Köder. In diesem Sinne, schön aufs Pferd setzen und mit einer Kameraeinstellung gegen den Mond enden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, ihr Lieben. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir auf der Suche nach dem Löwen sind. Abonniert diesen Kanal, empfehlt ihn auf jeden Fall weiter. Das würde mich sehr, sehr freuen. Nur hier oder fast nur hier gibt's Red Dead Redemption 2 in 4K. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich irgendwann auch noch die Online-Variante davon spielen werde. Also lasst mir einen Kommentar und einen Daumen da und ein Abo vor allem. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüssi.